Gude. Das ist Uhr aus China. Ja, das stimmt. Und auch wieder nicht. Und warum es mich nicht stört, bleibt einfach dran. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Eine Uhr aus China werden jetzt viele sagen und haben auch schon viele gesagt zu meinen vorherigen Videos. Das stimmt in gewisser Art, denn die Uhr ist in China produziert worden, aber die Firma, die Marke, die Ansprechpartner sitzen in Deutschland und das macht für mich einen riesigen Unterschied. Heute geht es um die Mien Monaco und diese Uhr hat natürlich unverkennbar ein Designvorbild, was ich auch nicht weiter ausführen muss. Ich finde die Uhr deshalb so gut, weil sie zum einen qualitativ überdurchschnittlich ist, was meine persönliche Erfahrung mit China-Uhren betrifft, und zum anderen, weil ich Ansprechpartner in Deutschland habe. Ich habe also mit dem Geschäftsführer persönlich gesprochen. Es gibt eine Telefonnummer. Er hat sich meine Meinung ausführlich angehört, was ich gut finde, was ich nicht so gut finde, was ich verbessern würde, hat das aufgenommen. Dort ist man also wirklich daran interessiert, nicht nur Uhren abzusetzen, sondern das, was sie anbieten, auch konstant zu verbessern und an den Kundenwünschen auszurichten. Und das macht für mich den entscheidenden Unterschied im Vergleich zu in direkt China bestellten Uhren aus. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber mir ist das ganz wichtig, dass ich eine Firma dahinter habe, die hinter dem Produkt steht und nicht nur fertige Sachen absetzen will. Schauen wir uns die Maße der Uhr einmal an. Die Uhr hat einen Durchmesser von 40 mm. Gemessen über die achteckige Lünette. Die Schrauben sind alle sehr sauber ausgerichtet, kann man wirklich ganz gut sehen. Verbaut ist auf der Vorderseite ein Saphirglas. Die 40 mm gehen von den Planenseiten nicht über die Ecken. Bandanstoß bei dem proprietären Band muss man nicht diskutieren. Die Uhr ist 10,5 mm hoch in dem schönen eckigen Gehäuse, wiegt mit Band 101 Gramm und verbaut ist ein Miyota-Quarzwerk. Die Uhr ist bis 100 Meter wasserdicht und auf der Rückseite schön flach und trägt sich dadurch sehr angenehm. Durch die proprietären Bandanstöße steht das Band ein klein wenig weiter ab als bei einem Lederband oder bei Bandanstößen, die beweglicher sind. Aufgrund der relativen Kleine der Uhr, also die Uhr ist nicht sehr groß mit 40 mm, sowie der Flachheit der Uhr, trägt sie sich auch an meinem 17 cm Handgelenk, wie ihr hier sehen könnt, durchaus angenehm. Das Band habe ich nicht angepasst und gekürzt, weil es nicht meine Uhr ist, aber es ist wirklich auch ausreichend lang für große Handgelenke. Mir gefällt das Farbspiel des Bandes, mir gefällt auch die Gestaltung der gesamten Uhr. Ich könnte mich mit dieser Uhr ebenso anfreunden wie mit der Uhr, die ich oder der Uhren, die ich aus dem Hause Mien bereits habe. Ich habe von einigen meiner Zuschauer Feedback bekommen, die sich genau diese Mien, die Monaco, geholt haben. Und ich habe auch Berichte gelesen über nicht exakt ausgerichtete Ziffernblätter. Ich kann das nicht hundertprozentig nachvollziehen, zum einen, weil ich nicht so auf den Zehntelmillimeter gucke und zum anderen, weil ich auch nur eine Uhr habe und die war wirklich
sehr in Ordnung, wie gewohnt mit einer butterweichen, hervorragenden Verschraubung und zu einem Preis von 189 € mit Saphirglas, 100 Meter Wasserdichtigkeit und Vertrieb und Ansprechpartnern aus Deutschland kann man, glaube ich, nicht sehr viel mehr erwarten, insbesondere auch, weil, wie ihr hier sehen könnt, die Zeiger hervorragend gesetzt sind, was auch bei teureren Uhren nicht immer der Fall ist. Das habe ich auch bei allen Uhren von mir, die ich bekommen habe, gesehen, dass die Zeiger hervorragend gesetzt sind. Und hier zeigt sich eben auch, dass die Endkontrolle in Deutschland stattfindet. Es gibt in Deutschland einen Uhrmacher, der sich sowohl die Uhren vor Auslieferung anschaut, als auch alle Reklamationen anschaut. Das heißt, Mien möchte lernen, möchte besser werden und möchte verstehen, was nicht an den Uhren funktioniert, wenn es Reklamationen gibt. Und das finde ich wirklich sehr gut und sehr sympathisch. Das Band ist übrigens nicht ganz so dick, passt sehr schön zu der flachen Uhr und ist auch relativ angenehm am Arm. Ich habe jetzt nicht so viele Haare am Arm, aber auch bei meinen wenigen Haaren habe ich kein Haarkneifen, Haarziehen gemerkt, was bei diesen engmaschigen Bändern mit den flachen Gliedern ja doch hin und wieder einmal vorkommt. Die Schließe schließt sehr sauber, sehr sicher, ist mit Mien gelabelt, mit zwei Drückern und als Butterfly-Faltschließe ausgelegt, was bedeutet, es gibt keine Feinverstellung. Dafür sind die Glieder aber relativ kurz, sodass sich das Band doch zu weiten Teilen komfortabel einstellen lässt. Ich würde mal schätzen, die Gliederlänge entspricht ungefähr dem Lochabstand bei einem Lederband. Und wer sich ein Lederband komfortabel in der Länge einstellen kann, sollte auch bei diesem Band meiner Meinung nach keine Probleme haben. Es ist, das habe ich auch in anderen Videos schon gesagt, in meinen Augen eine Hommage. Kein Fake, es steht Mien drauf, das Mien-Logo, die Indizes, die Zeiger sind etwas anders, der rote Sekundenzeiger. Es ist also ausreichend Eigenständigkeit da, aber natürlich hat man sich bei einem Designvorbild bedient. Was mir wirklich gut gefällt, ist die Carbonstruktur des Ziffernblattes, die ich im Video, glaube ich, gar nicht so gut einfangen konnte, wie sie in der Realität aussieht. Mir gefällt das wirklich richtig gut und es könnte sogar sein, dass diese Uhr die dritte Mien in meiner Sammlung wird, denn auch der Wechsel zwischen polierten und satinierten Flächen finde ich klasse und ist auch wieder ein Punkt, wo ich sagen muss, hier setzt sich die Uhr deutlich von anderen Uhren aus dem gleichen Herkunftsland ab, die entweder nur poliert oder nur mattiert oder satiniert sind, denn das ist einfacher und günstiger in der Verarbeitung, als wenn ich verschiedene Schritte habe und verschiedene Flächen. Und diese Uhr hier zeigt in meinen Augen auch in diesem Punkt, dass sie ihr Geld wert ist, auch wenn man ähnliche Uhren günstiger bekommt. Ich bezweifle, dass man diese Uhr in dieser Qualität mit dem dahinterstehenden deutschen Unternehmen hier günstiger bekommt. Wer Abstriche machen möchte in Qualität oder aber im Kontakt, der kann selbstverständlich eine ähnliche Uhr auch günstiger direkt aus China beziehen. Schauen wir uns die Uhr einmal bei Nacht an. Ich habe das schon bei anderen Uhren gesagt, die Zeiger sind sehr fein und relativ dünn, was dazu führt, dass sie zwar leuchten, aber eben nicht sehr viel Leuchtmasse aufnehmen können und deshalb auch nicht sehr lange und auch nicht extrem hell leuchten. Für die Ablesung reicht es aber in den früheren Morgenstunden. Da würde ich mir dann tatsächlich wünschen, dass die Uhr etwas besser ablesbar wäre. Die Uhr gibt es nicht nur mit dem schwarzen Blatt, wie ich sie euch hier zeige, sondern auch mit einem blauen Ziffernblatt. Es gibt die Option auf verschiedenfarbige Kautschukbänder mit einer sehr interessanten Schließe, mit der man das Kautschukband
stufenlos verstellen kann, ohne es kürzen zu müssen. Und alle Varianten, egal ob Kautschuk, ob Stahl, ob Schwarz, ob Blau, kosten 189 Euro. Für mich ein wirklich sehr angemessener Preis für eine wirklich schöne Uhr. Und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung sich Mien zukünftig noch entwickelt, weil mir, außer dass man vielleicht ein Automatikwerk noch einbauen könnte, ist nichts aufgefallen, wo ich jetzt gesagt hätte, zu dem Preis müsste an diesem Punkt zwingend gearbeitet werden. Ihr seht hier übrigens auch am Band, an der Kante ist eine Faser, eine polierte Faser eingeschliffen, die nochmal einen wunderschönen Lichtreflex zu der mattierten Oberfläche der Glieder darstellt. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare rein, wie euch die Uhr gefällt. Ansonsten bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.